Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 3. In der letzten Folge haben wir alle Vorbereitungen getroffen für Judys Hochzeit und ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Nein. Judy, setz dich einfach hin. Setz dich einfach hin und warte jetzt. Du wirst gleich heiraten. Ich hoffe, dass wir auch alles hinkriegen und dass das Ganze auch funktioniert hier mit, was machst du mit dem Pferd? Hör auf damit. Hör auf. Pflege. Sattel. Zaumzeug entfernen. So, und danach darfst du bitte ganz, ganz schnell dein Outfit ändern in Abendkleidung 1. Und du brauchst gar nicht erst ins Bett gehen, es fängt jetzt schon an. Die ersten Gäste sind gleich da. Abendkleidung. Du hast nur ein Smoking. Es hat aufgehört zu regnen. Super. Ich reiß schnell die ganze Kacke ab. Ich reiß das ab. Das sieht katastrophal aus. Das war nämlich nur so eine Notlösung hier, was ich da hingebaut habe. Und ich finde das grauenvoll, deswegen... So, perfekt. Dann können die wenigstens unter freiem Himmel ganz normal heiraten mit den ganzen süßen Herzchen da hinten. Das ist voll eine gute Idee mit den Herzchen im Hintergrund. Warum zur Hölle ist mir das nicht bei der anderen eingefallen? Oh, das ist mehr, Mann. Oh, ich will eine Schuppe von dir haben. Judy! Was soll denn das jetzt hier? Ändere dein Abendoutfit, bitte. Du musst heiraten. So. Es ist gleich 10 Uhr. Du kannst ja schon mal hier hingehen. Und Frank kann schon mal hier hingehen. Und Cleo kann hier schon mal hingehen. Ihr habt doch jetzt alle bestimmt tolle Sachen an, Mann. Perfekt. Perfekt. So, kannst du schon heiraten? Ist der schon da? Ja, er ist da. Komm. Igitt, das Insektarium, bla bla bla. Ist ja egal, Mann. Es geht um was viel, viel Wichtigeres jetzt. Ja, die gehen heiraten. Perfekt. Leute, kommt alle raus. Die werden jetzt heiraten. Das Pferd krepiert gerade. Stopp. Pferd nicht sterben. Okay, es galoppiert. Okay, alles gut. So. Im Sand spielen. Nein, hör auf. Hochzeit besuchen. Ja. Nein, nicht zusammen tanzen. Leute, die Hochzeit beginnt. Hallo, Judy und Ruby gehen jetzt zum Altar. Doch, die heiraten. Nicht zusammen tanzen. Setz dich mal dahin, bitte. Warum zur Hölle geht das jetzt hier nicht mit der Hochzeit besuchen? Oh mein Gott, bitte sag nicht... Hallo! Komm jetzt! Ja, ja, ja. Nicht unterbrechen, nicht unterbrechen. Geht raus. Ruby. Judy. Die warten alle. Oh mein Gott, es geht, es geht. Judy geht zum Altar. Ruby geht zum Altar. Oh mein Gott, es geht. Also nicht zum Altar, aber, ne? Nicht zum Altar, aber hier diesen Bogen halt. Oh mein Gott, ja, es funktioniert. Die heiraten jetzt. Verdammte Scheiße, ja! Endlich! Wait! Oh. Wait! Okay, das Pferd rastet voll aus. Wer hat es schon wieder ge... Boah, ey. Cleo, ich klatsch dir eine. Warum zur Hölle hast du das Pferd wieder hier diesen Zügelzaum da gegeben, ey? Was soll denn der Mist jetzt hier? Warum geht das jetzt hier nicht? Hallo. Dankeschön. So, jetzt gehe ich hier einmal bitte runter. So. Guck mal. Los! Perfekt. Ja, es funktioniert. Wait.
Ich muss einmal kurz gucken, wie es von dieser Perspektive hier aussieht. Mit dem ganzen Herzchen da. Ah, oh, das sieht viel besser aus. Ich nehme diese Perspektive. Das sieht besser aus. Bessere Perspektive. Oh, das mit den Herzchen passt so einwand. Das passt so gut. Okay, los geht's. Los geht's. Die Hochzeit beginnt. Fangt an. Los. Fangt an. Heiratet. Nein, hab keinen Hunger. Heiratet. Ja, es funktioniert. Das Pferd rastet da hinten voll aus. Ja, mit den ganzen Herzchen hier, das ist ja einfach, das ist top. Jetzt mit den Herzchenblütchen auch noch. Das hat funktioniert. Ja, Mann. Ja. Bingo, er zieht ein. Es funktioniert. Geil, der Mord hat funktioniert. Ja. Dankeschön. Jetzt haben wir Ruby bei uns im Haushalt und die Familie ist komplett. Top. Die Familie ist komplett und jetzt haben wir halt zwei vollständige Familien in unserem Haushalt. Bombe. So, komm, jetzt einmal hier romantisch, einmal hier küssen. Nicht ausbuhen, Leute! Ihr habt gerade geheiratet. Oh, alle schmeißen Reis. Toll. Schön. Ziel erfüllt. Top. Oh, jetzt wird der Kuchen angeschnitten. Yeah! Kuchen wird angeschnitten, die beiden sind endlich verheiratet. Herzlichen Glückwunsch, Judy, herzlichen Glückwunsch, Ruby. Gleich kommen die Kleinen nach Hause so. Wie? Ach ja, schön. Oh, ja, gut, dass wir die Hochzeit vor der, naja, Arbeitsbeginn geschafft haben. Hat soeben den Hochzeitskuchen angeschnitten. Schön, echt, das ist ja, das ist echt top. Finde ich super, echt, dass alles so toll funktioniert hat. Und du kannst ihr jetzt mal hier, guck mal, die Julie steht jetzt da schon so, ne? Du kannst ihr mal super freundlich gratulieren. Du gehst nicht aufs Klo. Gratulier doch einfach, mein Gott. So, tada. Einmal hier. Herzlichen Glückwunsch. Ach, schön. So, du kannst ja bald ein Stück Kuchen nehmen, Judy. Da steht ja genug Kuchen jetzt hier, ne? Ein Stück nehmen. Die hat es immer noch nicht geschnallt. Wir sind alle schon weg. So. Aber top. Hat alles super funktioniert, echt. Überrascht mich gerade ein bisschen selber. Ist normalerweise eigentlich nicht so hier so bei uns so alltäglich, dass man das einwandfrei auch alles hinbekommt. Hups. So, wo bist du? Okay, dann geht das auch wischen. Und jetzt kannst du auch schlafen gehen. Die anderen können ja mittlerweile noch feiern, aber du bist ja eh schon ein bisschen älter. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn du jetzt schlafen. Voller Energie, jetzt ehrlich. Oh. Ja, die Braut muss jetzt leider zur Arbeit. Die Braut muss leider zur Arbeit. Judy, es tut mir sehr leid, du musst aber an deinem Hochzeitstag arbeiten gehen. Ach ja, schön. Ich wollte gerade sagen, wieso hat die zu ihrem Ehemann nicht voll, Dingens die Beziehung voll? Wie viel haben wir jetzt? Oh, wir haben richtig gut dazu verdient an Punkten. Können ja mal kurz gucken, was es für Belohnungen gibt für uns. Ach ja, schön. So. Was haben wir denn für coole Belohnungen, die wir uns jetzt holen können? Was war das da? Sim der Zukunft. Nee, 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 nee. Verdienstboost. Erhalte eine höhere Wo einen Wochenlohn und mehrere Simoleons für jeden erledigten Auftrag. Nee, das ist ja was anderes. Nein. Hormontherapie. Das ist auch cool eigentlich.
Schneller Lerner bräuchten wir, ey. Lerne und verbessere deine Fähigkeiten schneller als ein galoppierendes Lama. Boah, das hole ich, glaube ich. Das hole ich erstmal. Das bräuchte Frank auch unbedingt. Ne, auf eine Party gehen wir jetzt erstmal nicht. Das hat mir jetzt erstmal gereicht hier. Frank muss auch irgendwie... Nee, du bist schon weg, okay. Geh mal Symphonie... Ah, nee, dann geh mal erstmal... Nein. Geh Kontakte knüpfen. So, sie fühlt sich gejagt. Okay. Oh, perfekt. Guck mal, dann gehen wir jetzt mit Cleo auch direkt arbeiten. Oh, der ist sogar hier bei uns im Haus. Top. Guck mal, dann erledigen wir direkt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Und er kriegt hier direkt... Auch zocken wir unserem Gast direkt Geld ab. Finde ich gut. Perfekt. Ein bisschen Geld dazu verdient auch noch auf der Hochzeit. Top. Besser kann es gar nicht laufen. Ich möchte dieses Schneller Lerner auch bitte hier haben. Wo war das? Schneller Lerner, Schneller Lerner. Erfinderin. Da, Schneller Lerner. Das kaufe ich auch mal hier. Das ist, glaube ich, ganz gut so. 15.000. Boah, der fehlen gar nicht mehr so viele. Bist du denn eigentlich hin? Ach, da bist du. Keine Rechnungen. Ah, deswegen haben wir keine. Deswegen bekommen wir keine Rechnungen mehr. Das macht jetzt voll Sinn. Wir haben keine Rechnungen mit Frank geholt. Deswegen kriegen wir auch keine Rechnungen generell mehr. Das ist voll gut. Was für eine tolle Party. Ich habe mich großartig amüsiert. Ja, danke schön. Die beiden kommen jetzt auch zurück. Auch schön, dass die mitbekommen haben, dass die jetzt verheiratet sind hier. Ach ja. Ich find's toll. Wie, dass wir so alles so heimlich machen können. Was hast du eigentlich hier für... Ach, du kannst auch schneller lernen und so. Das ist okay, cool. Ich glaube, eine von den kleineren wird auf alle Fälle... die wird auf alle Fälle ein Vampir, glaube ich. So. Du gehst erstmal jetzt hier schön auf Arbeit, also Arbeiten erledigen. Ja, wir gehen mal schlafen. So, Hochzeit ist vorbei, jetzt tun wir alle so, als ob nie was passiert wäre. Und erledigen unseren Alltag ganz normal weiter. Ach, müssen wir jetzt ehrlich jetzt durch die Gegend hier? Ach komm. Was für eine tolle Party, ich habe mich großartig amüsiert. Ja, vielen Dank aber auch. So, komm. Ehrlich jetzt, müssen wir das Stück ehrlich mit einem Wassertaxi machen? Ach, guck mal, dann haben wir hier noch mehr Arbeit. Ach, machst du schon? Im Busch? Nee, nichts im Busch. Geförderte Objekte sammeln und zum Ort. Ja, das können wir durchaus machen. Okay, das war Verarsche. Okay, ich habe schon verstanden. Das war Verarsche, weil jetzt alle anderen so lange warten mussten, wollen die auch keins mehr, ne? Das kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass das gleich der Fall ist. So. Okay, doch nicht. Wir fahren doch nicht mit dem unsichtbaren Bootsmobil. Komm. Ich möchte das Geld bitte haben. Okay, an dem einen sind wir schon vorbei. Ist ja nicht schlimm. Ist die jetzt gerade ehrlich arbeiten? Ah ne, das ist ihr Haus. Ach du, das ist gar kein Haus, das ist eine Galerie, ne? Ach du Heilige. Ach er, nicht sie. Sie hat uns ja verarscht. Also die andere halt. Ach, der andere ist auch hier, perfekt. Perfekt, und dann guck mal, der nächste ist auch direkt hier, dann passt das auch. Ja, du hast Hunger, ich weiß, aber dein anderes Dings ist auch noch hier. Man kann so eine Tomate essen. Okay, das haben wir verkackt. Ja. Der Wille war da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber noch in den Park. Und
treten noch ein bisschen für Trinkgeld auf, damit wir auf jeden Fall unser nächstes Level hier kriegen, unser Level 7. Krass, dann sind wir genauso hoch wie die anderen. Auch nicht schlecht. Zusammenhalt. Nee, in Ägypten will ich nicht. Ich will noch nicht verreisen. Was ist eigentlich mit Ruby? Oh, der ist auch. Schreibtisch. Du bist in Rente. Ehrlich? Du bist Level 2 der Gesetzeshüterkarriere und bist in Rente gegangen. Oh mein Gott, wie kann man denn bitte in Rente gehen, wenn man nichts erreicht hat? Dann ist es ja halb so schlimm, wenn die anderen in Rente gehen würden. Aber, oh, ich glaube, sie ist kaputt. Ah, sie ist kaputt. Toll, wir haben sie kaputt gemacht. Kannst du die Reste wegstellen, bitte? Und auch das hier wegstellen. Und ja gut, dann machen wir mit dir halt den Haushalt, ne? Kein Ding. Wenn du jetzt eh schon in Rente gegangen bist, dann. Tja, die anderen sind noch arbeitstätig. Auch Frank, und er ist, glaube ich, sogar älter als du. Hallo? Sängerin für Trinkgeld auftreten, bitte. Ich möchte das nächste Level bitte erreichen. Kommt alle her und schenkt mir Geld und Beachtung. Das möchte ich ja eigentlich nur. guck mal, was haben wir denn hier eigentlich für Friends? Oh mein Gott. Du hast ein romantisches Interesse, während du verheiratet bist. Was bist du denn für einer, ey? Warum bist du Todesfeind? Ach, unbeliebt meine ich. Ja! Herzlichen Glückwunsch! Die gute Leistung von Judy hat ihr einen Bonus von 1332 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Orchesterleiterin. Die viele Überstunden und Mühe haben sich ausgezahlt und du darfst endlich die erste Geige spielen. Du bist die rechte Hand der Dirigentin der Sim. Der Sim, der dafür sorgt, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente perfekt funktioniert. Nun sollst du dein musikalisches Wissen und deine logischen Fähigkeiten kombinieren und dich in ungeahnte Höhen aufschwingen. Judy verdient nun 144 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 15 bis 20:30 Uhr. Das ist top. Sie ist einfach Level 8 geworden, ohne dass wir wirklich was gemacht haben. Respekt, Judy. Respekt, echt. Oh mein Gott, du musst arbeiten! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Frank. Du hast sowas von verkackt. So, geht's dir eigentlich? Ach, du kannst eigentlich schlafen gehen, ne? Komm, Judy. Und Frank müsste eigentlich schon längst bei der Arbeit sein, Mann. Deine Arbeitsleistung geht gerade runter. Hör auf, geh zur Arbeit. Oh mein Gott, wie kannst du nur. Oh shit, die geht gerade runter, ne? Das ist überhaupt nicht gut. So gar nicht. Dieses Pferd ist sowas von komisch. Es macht einfach nie das, was es machen soll. Heu fressen, trinken. Danach kannst du ein bisschen herumgaloppieren. Und du bist noch fleißig dabei. Sag mal, wie lange brauchst du noch? Ach, gar nicht mehr so lange, das ist gut. Komm, Level 7. Komm. Was war das eigentlich gerade für ein Geräusch? Ist mir gerade aufgefallen, aber sie war so laut, dass ich das gar nicht richtig mitbekommen habe. Komisch. Auf jeden Fall, ja, wir gucken jetzt hier nochmal ihr zu, bis sie hier ihre Fähigkeit endlich verbessert hat. Komm. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, das nächste Lied kommt jetzt aber noch. Komm, ich will jetzt Level 7 bekommen, Mann. Judy schon Level 8. Komm. Mann. Cleo. Perfekt.
Perfekt, wir haben es geschafft. Glückwunsch, Cleo wurde vom der Stadt Isla Paradiso in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit für der Titel Berühmtheit verliehen. Du bist nicht mehr einfach nur eine Sängerin, du bist mittlerweile ein echtes Showtalent. Die Zeit ist reif, ein neues Bühnenoutfit, ein nagelneues Lied sowie eine coole neue Einlage zu präsentieren, um das Haus zu rocken. Cleo verdient jetzt in der Woche 1392 Simoleons. Gut, ich bin jetzt einmal kurz fast gestorben, weil ich an meiner eigenen Spucke erstickt bin. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich einmal bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 3. Bis dann, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss!